Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Beim Narrenfest gibt es einige schöne Errungenschaften, die ihr erfüllen könnt und eine davon möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar den Mund zu voll genommen. Ihr findet die Errungenschaften in eurem Tagebuch hinten bei den Errungenschaften. Entweder schaut ihr direkt unter Feste und Feiern, Fest der Narren, oder gebt einfach einen passenden Suchbegriff ein. Hier bietet sich natürlich Mund an und dann kommt ihr zu dieser Errungenschaft. Den Mund zu voll genommen. Was muss ich tun? Werft außerhalb Cyrodiils 10 Kuchen auf Wachen. Das heißt, ich brauche Wachen und ich brauche Kuchen. Den Kuchen bekommt ihr durch die Quests beim Fest der Narren. Wenn ihr schon länger beim Spiel dabei seid, dann habt ihr vielleicht sogar noch Kuchen vom Vorjahr, vielleicht irgendwo in der Bank deponiert. Wir schauen uns das einmal an im Inventar Festtagskuchen. Ja, also Wachen finden wir leicht, Festtagskuchen haben wir auch, aber wie kriegen wir diesen Kuchen an die Wachen? Das machen wir durch diese Schnellleiste Q und die klicken wir jetzt im Inventar einmal an. Dann habe ich ja mehrere Plätze zur Verfügung. Dann nehme ich den Kuchen, ziehe den auf einen freien Slot oder wenn es kein freier Slot ist, dann kann ich das einfach auch austauschen. Und dann schließe ich das Ganze wieder. Bei mir liegt es jetzt gleich im richtigen Slot, sieht man unten. Aber falls es bei euch nicht der Fall ist, nochmal die Taste Q ein bisschen länger halten. Und dann könnt ihr entsprechend einstellen, was unten in der Schnellbar angezeigt werden soll. Bei uns logischerweise der Festtagskuchen. So, dann suchen wir uns eine Wache. Ich bin hier in Glenumbra, hier am Eingang. Stehen ja immer zwei Wachen herum. Das heißt, die nehme ich ins Visier und mit Q klatsche ich denen jetzt die Torte ins Gesicht. Das Problem bei der Sache ist, ganz so einfach ist es nämlich nicht, denn die Wachen sind da ein bisschen humorlos, wie wir jetzt feststellen werden. Der ist sauer und macht mich natürlich gleich erstmal an, aber schick dich da aus, finde ich. Gut, herausreden kann ich mich noch nicht. Ich muss also fliehen und habe natürlich ein Kopfgeld an der Backe. Die Wachen sind nicht ohne. Rennt am besten schnell und weit, damit ihr das Ganze überlebt und kommt gar nicht erst auf die Idee, mit den Wachen kämpfen zu wollen. Ihr werdet diesen Kampf nicht gewinnen, die Wachen nehmen keinen Schaden und ja, je nachdem, wie lange ihr versucht, euch dem Ganzen zu entziehen, kommt irgendwann ja der One-Hit-Dead, dann seid ihr einfach nur noch Staub am Boden. Deswegen wegrennen ist das Beste, was ihr machen könnt. Ja, jetzt habe ich natürlich 254 Kopfgeld oder je nachdem, wie das dann berechnet wird bei euch. Das heißt, bevor ich mich der nächsten Wache nähern kann, muss ich erstmal das Kopfgeld loswerden. Das kann ich natürlich jetzt bezahlen irgendwo. Vielleicht habe ich auch entsprechende Scheine bei mir im Inventar, dass ich das so wegbekomme. Ich kann ins Diebesnest gehen oder einfach abwarten, bis es dann runtergegangen ist. Nur sobald ich ein Kopfgeld habe, sind natürlich die Wachen sofort aufmerksam auf mich. Das heißt, ich kann dann auch schlecht die nächste Torte ins Gesicht werfen. Kann also im Zweifelsfall etwas dauern, aber mit 10 Wachen muss ich das Ganze erledigen, um diese Errungenschaft dann zu bekommen. Ja, wie gesagt, es gehört zu einer größeren anderen Errungenschaft, die ich euch dann abschließend auch nochmal vorstellen werde, die dann eine schöne Belohnung mit sich bringt. Deswegen müssen wir erstmal diese vorher erledigen. Okay, ich wünsche euch super viel Spaß beim Tortenwerfen. Wie gesagt, die Wachen finden das leider nicht ganz so lustig, aber da müssen sie dann halt durch beim Fest der Narren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.